Ihr wundervollen Herzenslicht, ich grüße euch von ganzem Herzen. Heute zum hochenergetischen Portaltag, der wieder ein Intervall einer Energie auf die Erde strömt, die segensreich ist, soll ich heute ganz bewusst heute mit einer Verbindung, die aus einer lemuranischen Energie, aber auch aus einer tiefen Ahnenenergie mit mir verbunden ist, heute strömen lassen für euch und so zum höchsten Wohle aller. Und so darf ich heute von ganzem Herzen die Louise Mara Kraft begrüßen. Sie ist schon eine lange Zeit an meiner Seite und ich durfte sie sozusagen anstupsen vor einiger Zeit und wir haben uns gefunden aus einer mütterlichen Tochterenergie, der wir aus der lemuranischen Energie stammen. Und ich bin so dankbar, dass die mütterlichen Energien jetzt zusammenfließen und vor allem auch die Großmütter, die Mütter, die Kinder, die aus der Ursprungsenergie jetzt die Ursprungsenergie empfangen dürfen, die heute zum höchsten Wohle in der All-Eins-Liebe strömen darf. Und so grüße ich jetzt von Herzen die liebe Louise Mara Kraft. Liebe Simone, ich grüße dich auch von Herzen und ich freue mich, dass wir heute auf diese Art und Weise wieder direkt miteinander verbunden sind. Ja, meine liebe Louise, wir haben ja beide und wirken beide energetisch und wir stellen immer mehr fest, dass die Felder immer mehr zusammenfließen im Wir-Bewusstsein, im Kristallgitternetz der Mutter Erde. Wir alle spüren, dass im Außen so viel los ist. Und ich gehe jetzt ganz deutlich schon das Feld rein, was jetzt gerade für uns wichtig ist. Denn die Menschen brauchen Hoffnung, sie brauchen Zuversicht, sie brauchen Segen, sie brauchen Motivation. Und dass es alles im göttlichen Plan ist, liebe Louise. Magst du mal aus der lemuranischen Energie den Menschen da draußen, und ich grüße jetzt auch den spirituellen Stammtisch, deinen spirituellen Stammtisch, ich grüße auch die Kristall-Community, die hier mit uns sind. Und dass ihr einfach heute mal empfangen dürft, den Segen, den wir in dem Kreise, den wir heute sind, alle empfangen dürfen. Ja, sehr gerne. Du hast es vorhin schon erwähnt, wir sind seit Lemurien miteinander verbunden, wir beide. Und wir hatten dort sehr lichtvolle Aufgaben bekommen, die wir jetzt im Erwachungsprozess, in dem wir uns ja auch befinden, in die Welt hinausströmen dürfen. In Lemurien, da sind unsere Ahnen oder viele unserer Ahnen, manche sind auch vielleicht schon älter als damals, aber daher ist unsere Verbindung miteinander entstanden. Und da haben wir den Auftrag bekommen, die Werte des Zusammenlebens unter die Menschen zu bringen und mit allen Bestandteilen des Einsseins zusammenzuwirken. Das bedeutet, wir wirken mit allen Kräften der Natur, mit allen Elementen. Wir verbinden uns mit unseren Tierfreunden. Wir verbinden uns mit unseren Kristallen, die ja in Lemurien wie auch in Atlantis ganz stark mit den Hochkulturen zusammengewirkt haben. Und wir dürfen in unserem jetzigen Dasein auf Erde dieses Wissen, was uns da mitgegeben wurde, wieder in die Welt hinaustragen. Als kleines Bausteinchen, denn viele sind beauftragt und wir wirken praktisch in einer großen Gemeinschaft an dieser Ausbreitung der Energien. Ja, und so dürfen wir mit vielen wundervollen Kristallen zusammenarbeiten, sowohl für die Menschen als auch für alle anderen Wesen, aber ganz besonders für unsere Kinder. Oh ja, liebe Louise, ich danke dir. Denn ich spüre unsere Ahnen so kraftvoll. Ich bekomme Gänsehaut von oben bis unten. Und ich glaube, die wunderbaren Zuseher spüren es jetzt im Herzfeld. Denn ich kann die Rosenengel spüren, wie sie uns jetzt die Herzen öffnen und die jetzt auch in den Herzenergie, die Herzöffnung für uns nochmal geweitet wird, für alle, die heute hier zusehen. Denn wir dürfen aus der Herzenskraft strömen. Und in der Herzenskraft, liebe Louise, weißt du, sind wir ja alle unantastbar und rein. Also da strömen wir in der absoluten Reinheit. Und wenn du deinen Seelenahnenbaum ganz bewusst mit seiner Wurzelkraft deiner Ahnen heute spürst, die alle in der Tiefe der Essenz aus der Ursprungsenergie von Anbeginn, als alles begonnen hat, aus der Gottes-Ursprungskraft, dann weißt du, dass du unterstützt bist, dass jetzt, was jetzt auf Erden geschieht, zum höchsten Wohle aller ist. Und ich kann die Tiere spüren. Ist es dir auch schon aufgefallen, liebe Louise, dass momentan sehr viele Tiere versuchen, mit uns in Kontakt zu treten? Ob kleine Tiere, große und vielleicht sogar in den Gärten sehr intensiv besuchen? Ja, natürlich. Es ist so, dass wir ja auch miteinander in Resonanz gehen über unsere energetischen Felder. Und ich stelle immer wieder fest, gerade wenn ich draußen in der Natur bin, dass da Hunde, Katzen,
Vögel, Eichhörnchen, selbst Pferde oder Kühe, wenn du an einer Koppel vorbeispazieren gehst, dass die direkt auf einen zukommen und mit großen Augen schauen und gestreichelt werden wollen. Und da wird ein Austausch von Wärme erzeugt, von so viel lichtvoller Energie, dass wir wirklich in dem Bewusstsein uns getragen fühlen dürfen, dass wir bei all dem, was uns momentan umgibt oder auch noch auf uns zukommen wird in der nächsten Zeit, völlig im Vertrauen sein können, dass wir die Energie aus unserem Herzen heraus strömen lassen können. Und wenn wir uns verbinden mit all denen, die sich auch auf den Weg gemacht haben, dieses Einheitsbewusstsein wieder zu schaffen, zu inspirieren, mit ganz viel Energie und Kraftquelle zu speisen, dann sind wir eine große Gemeinschaft und wir werden all diese Prozesse in wunderbarer Art und Weise im wahrsten Sinne des Wortes meistern. Ja, es ist eine Neugeburt und da haben wir auch Familien der neuen Zeit, also die neue Generation für unsere Kinder. Kindeskinder ja in unserem Feld. Und ich bin ja selbst Mutter. Du bist auch Mutter und mittlerweile schon Oma geworden, ja, und hast schon viele Kinder. Ja, genau. Und das ist so wichtig. Ich spüre jetzt auch wieder Großmutter Anna so ganz kraftvoll auch von Mutter Maria umgeben, die ja schon beim letzten YouTube-Video gesprochen hat. Und du weißt ja, dass Großmutter Anna auch damals in Avalon oder Lemuria schon uns gelehrt hat, im höchsten Urvertrauen zu sein und sich dementsprechend hinzugeben. Und wir alle haben ja im Außen so viele Aufgaben, vor allem die Mütter, die momentan auch sehr überfordert sind, weil die weiblichen Energien in die Heilung gehen, wo Maria Magdalena uns so unglaublich kraftvoll heilt und begleitet. Ich spüre sie seit Tagen und Wochen schon im Feld, dass sie sich jetzt vermehrt auch für die Weiblichkeit noch intensiver aus der Wurzelkraft, aus unserem Wurzelchakra uns nochmal erhebt. Und ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber für mich spürbar aus meiner weiblichen Energie, die sexuelle Energie, die Kundalini-Energie, die immer mehr aufsteigt, weil ja die Mutter Erde in einem gebärenden Prozess ist mit uns allen. Es ist wie ein Tönen und wieder ein Ausatmen, ein Zusammenziehen und ein Ausdehnen. Wirklich ein Gebären. Du merkst, ich schwinge mit, das ist wie ein Gefühl. Ich habe wirklich das Gefühl, dass mein ganzes Kraftzentrum meiner Weiblichkeit wirklich dehnen und zusammenziehen. Es ist wie eine intervalle Energie. Und ich spüre bei ganz vielen Müttern, dass sie momentan sehr in die Heilung gehen. Und liebe Mütter da draußen, nehmt euch diesen Raum jetzt, sagt euren Liebsten, dass ihr jetzt Zeit und Raum braucht, dass ihr auch mal in die Ruhe gehen könnt. Eure Kinder werden es verstehen. Es ist von großer Bedeutung, dass wir uns Raum und Selbstliebe schenken. Und ich weiß nicht, aber die Maria Magdalena hast du ja sehr stark im Feld. Vielleicht hat sie einen Rat für uns Frauen in der heutigen Zeit, für diesen Übergang jetzt. Ja, ich arbeite sehr intensiv mit der Maria Magdalena, weil sie hat uns ja im Jahre 2007 ihre Heilmethoden wieder übergeben. Und ich darf seit 2010 mit diesen Heilmethoden arbeiten. Und um deine Worte zu verstärken, kann ich jetzt ganz aus der Praxis heraus sagen, wenn die Menschen zu mir kommen und mit dieser Energie ihre Tanks wieder auffüllen möchten, dass Maria Magdalena sich ganz oft zu Wort meldet. Das heißt, das ist ein nicht vereinbartes Channeling. Sie fängt einfach an zu sprechen und die Worte fließen dann. Und wer dann auf meiner Linie ist, da fließen dann die Tränen, weil die Menschen spüren, das ist eine Urkraft, die sich da gerade entfaltet. Und das, wenn das am Anfang ja seltener geschehen ist, so muss ich sagen, mittlerweile meldet sie sich fast jedes Mal. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Weckruf. Ein Weckruf für uns. Und wenn ich dann die Erfahrungen sammle mit den Menschen, die mich hier unmittelbar umgeben, es sind mehr Frauen als Männer, aber diese Frauen sind alle auf einem sehr starken Weg zurück in die Natur, zum Finden der Heilkräfte. Und da ist mir der Gedanke gekommen, das, was mal zerstört wurde, durch Inquisition, Patriarchat oder wie auch immer, dieses Urwissen der früheren weißen Hexen, der Urweiber, sage ich mal, das kommt jetzt zurück.
Und zugleich geschieht ein enormer Austausch zwischen diesen Frauen. Und wir haben zum Beispiel auch eine Wunderweibergruppe, die sich freitags zum Wandern trifft. Und dort werden Wege ausgesucht zu Kraftplätzen, zu Quellen, die aus der Erde heraus sprudeln. Denn das Wasser birgt ja auch ganz, ganz viel an Informationen für uns. Und dann können wir uns austauschen und können praktisch den unmittelbaren Nutzen aus dem Wissen unserer Vorfahren, unserer Ahnen ziehen. Ich bin da sehr, sehr dankbar dafür. Oh ja, und das spüre ich auch seit Wochen und Monaten, dass die Frauen immer mehr Verbindungen und Gruppen zusammengeführt werden. Es ist eine große Resonanz. Ich spüre da eine Symbiose auch, die jetzt zwischen der Natur und dem Mensch entsteht. Eine wahrliche Symbiose der Elemente. Und da ist auch jetzt Merlin bei mir sehr präsent. Und er möchte auch nochmal ganz deutlich für euch heute alle hier mitteilen: Eure inneren Kräfte erwachen. Steht zu eurer eigenen Kraft und Macht. Geht in die Elementekräfte hinein. Vereint euch mit den Elementen. Vereint euch mit der Natur. Verbindet euch mit den Bäumen und den Kristallen. Und lasst das Wasser ganz reinigend durch euch fließen und klären. Denn ihr seid im Transformationsprozess, der euch nicht niederschwingen, sondern hochschwingen lässt. Ja, es lösen sich und brechen Dinge auf. Euer Körper bricht auf oder wird weitergemacht, sodass mehr neue Energie in euch hineinfließen kann. Und das ist ein Prozess, der seinen Raum braucht und seine Liebe braucht. Da fühle ich immer den Garten der Liebe, den ich dann sehe in meinem Herzen, der wahrlich mit der Liebesenergie der All-Eins-Liebe zu uns strömt, um uns geborgen und wärmend in der mütterlichen Wärme zu halten. Wir dürfen uns alle getragen fühlen und unser Urvertrauen in uns wieder eröffnen. Wir alle haben einen Weg und es ist ein Gottesplan, der wahrlich jetzt schwingt. Auf den Weg. Es ist ein Einheitssein des Ganzen und vertraue dem, was sich dir jetzt im Außen zeigt. Also ich spüre jetzt einen Kreis, der sich um uns hier ringt. Auch du da draußen, der jetzt hier mit uns ist, du kannst Merlin spüren, du kannst Maria Magdalena spüren. Du kannst deinen Baum in deinem Herzen spüren. Sei mal präsent mit dieser lichtvollen Energie. Auch des Kosmos, der sich hier über die Engel mit uns verbindet. Auch durch die Zwillingspaare der Erzengel, die sich hier mit uns umringen, sodass du heute Heilung bekommst, auch Balance zurückfinden kannst und deine eigene Kraft, deine Ruhe, deinen inneren Frieden wieder spüren kannst. Das lasse ich jetzt einfach fließen. Liebe Simone, Merlin hat eine Botschaft für uns. Die möchte jetzt gerade ganz, ganz stark fließen und ich darf sie uns allen weitergeben. Ihr geliebten Erdwesen, seit ewigen Zeiten begleite ich als großer Zauberer und Magier euch durch die Wellen der Zeiten, durch die Wellen der Energien. Ich habe viel gesehen und viel erlebt und ich bin ganz besonders erfreut, dass jetzt ein neues Zeitalter beginnt, in dem die Energien der Liebe, der Herzen fließen dürfen. Darum möchte ich euch erinnern an die Magie des Seins. Ja, es ist eine magische Zeit. Und viele träumen von ihren Wesen, die sie begleiten, von ihren Einhörnern, den kleinen Drachen, den Kobolden, den Feen, den Elfen. Manche von euch tanzen im Traum mit ihnen gemeinsam, spielen mit den Delfinen. Es ist ein wunderbares Zusammenwirken und es ist nicht nur ein Traum, der euch da begegnet, denn all diese Wesenheiten umgeben euch magisch. Sie begleiten euer Energiefeld. Sie möchten da sein, euch beschützen. Und deshalb, so bitte ich euch, erinnert euch, lasst durch euren Atem tief die Energien in euren Herzen fließen und erinnert euch an die magischen Zeiten, die ihr in vorherigen Inkarnationen bereits erleben durftet.
Sie alle brechen jetzt auf, werden wahr, werden euer Dasein bestimmen und werden euch in ein freudvolles, glückliches Zeitalter voller Liebe und voller Fülle führen. Seid gesegnet, meine lieben Wesen auf Erden. Wahrlich. Wow, Merlin, ich danke dir von Herzen. Ja, es ist vielleicht nicht uninteressant, dass Merlin auch eine ganz besondere Verbindung zu Simone und auch zu mir hat. Denn er ist mein kosmischer Großvater. Auch das ist Magie. Denn die meisten von uns kennen ihre biologischen Eltern, freuen sich, wenn sie ihre Zeit in Liebe mit ihnen verbringen können. Aber es gibt da auch noch die ganz große energetische Anbindung. Und ich habe jetzt richtig ein wenig Herzklopfen, Gänsehaut auch. Und ich bin so dankbar, dass sich Merlin jetzt hier in unser Feld eingeklinkt hat mit dieser wundervollen Erinnerung an die Magie des Seins. Danke, danke. Danke aus tiefstem Herzen. Und wenn du da draußen mal die Augen schließt und mal in dein Herzensfeld siehst, dann kannst du all die Wesenheiten, die dich heute begleiten, obgleich es die Einhörner sind und die Feen und die Elfen, sie alle tanzen in deinem Inneren, wahrnehmen um dich herum. Sie sind mit dir. Auch Joseline verwebt ganz kraftvoll alles miteinander. So viele Wesenheiten, die uns begleiten und die euch unterstützen. Ihr wisst, dass die Einhörner die Leichtigkeit bringen und die Freude bringen und uns auch helfen zu reinigen und aufzuladen. Ruft sie jederzeit, vor allem, wenn die Kinder Unterstützung brauchen. Ihr könnt das auch selbst. Holt die Kinder und auch eure Familie mit dran, bittet die einen um Harmonisierung. So wichtig, dass ihr sprecht und kommuniziert und auch mit den Feen und Elfen, dass sie den Glückssegen in euer Heim bringen und auch senden und dass ihr verbunden seid. Von Herzen danke, Merlin. Segen fließt nun zu dir. Metatron stützt dein Feld und stärkt es mit seiner Kraft. Du bist verbunden mit dem platonischen Körper und der Elementekräfte der Erde. Fühle die Feen und Elfen und der Segen, der hier für dich zum höchsten Wohle, für die Ursprungsenergie, die Ursprungsessenz aus Lemuria, auch aus Avalon für dich hier fließt. Kosmische Energie der göttlichen höchsten Urquelle, so rein und klar, fließt zu dir. Das Urvertrauen in dir wird gestärkt und der innere Frieden. So lasse ich fließen. Dein wahres Sein, deine Ursprungsmagie im Männlichen und Weiblichen, die liegende Acht sich dir vermählen. Empfange die Heilung und den Segen, der jetzt so kraftvoll durch dich in bedingungsloser Liebe, in wahrhaftiger Liebe, für dich zum höchsten Wohle aller strömt. Juhu.
Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute in der Verbundenheit so kraftvoll eine Energiewelle der All-Eins-Liebe, der kosmischen Familie, auch der lemuranischen Familie strömen haben lassen dürfen. Und auch wenn mal die Leitung unterbricht, es ist alles im Schwingen. So lasse ich dich jetzt nochmal erklingen. Zum Verabschieden auch der lieben Herzenslichter da draußen. Vielleicht hast du noch was mitzugeben aus deiner Weisheit. Ich danke dir erstmal, Simone, dass wir heute in dieser Art und Weise miteinander gemeinsam energetisch arbeiten durften. Und die Botschaft, die ich an alle, die uns zuschauen, habe, ist: Bitte verbindet euch mit euren Ahnen. Es ist unglaublich wichtig, wenn wir davon sprechen, die Seelenfamilien treffen sich wieder, dann sind das natürlich die Seelen unserer Ahnen. Und es gibt wirklich Möglichkeiten, nicht nur unsere Kinder zu schauen als die, die uns vorausgehen, sondern auch unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, die Ururgroßeltern, so weit wie ihr kommt. Also uns ist es hier gelungen, 4-mal Uhr zu erreichen. Das hört sich vielleicht lustig an. Und all die Verzweigungen, die die Familie selber ausmachen, herauszufinden. Dabei sind wir natürlich auch energetisch unterstützt, denn sonst würde das gar nicht funktionieren. Und es ist ein Prozess, der uns stärkt. Denn wir spüren dann plötzlich, wow, das ist unsere Familie und die stehen ja alle hinter uns. Wir können uns anlehnen, wenn wir uns mal nicht zu stark fühlen. Wir können aber auch unsere Kraft in diese Ahnenlinie senden, falls da noch das eine oder andere sein sollte, was nun endlich gelöst werden darf, ganz lichtvoll. Das können wir mit unserer Herzenskraft bewirken. Das ist mein Rat an uns alle. Und dabei wünsche ich auch allen ganz viel Erfolg. Ich danke euch. Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Luise, und deinem geistigen Team und auch Merlin heute für das Schwingen und auch das Vereinen, denn es ist so wichtig, die Wurzeln jetzt wahrzunehmen und zu erkennen. Du weißt ja, dass Schatten und Licht zusammengehören. Ja, wir dürfen beide Seiten Einheit nehmen. Und da hilft uns vor allem die liegende Acht. Visualisiert sie immer wieder. Und auch vor allem, wenn ihr Dinge entdeckt, die ihr loslassen möchtet, euer geistiges Team unterstützt euch und es gibt viele wundervolle Herzenslichter, die euch dabei auch Hilfe sind, wenn du es möchtest, so wie ich und die Luise und viele andere hier. Du darfst Hilfe annehmen, du brauchst nicht alles zu bewältigen. So segnen wir euch jetzt von ganzem Herzen und wir grüßen alle da draußen und verwebt euch heute mit diesem Portaltag in der Ahnenverbindung, der ist sehr kraftvoll, denn die kosmischen Kräfte unterstützen uns von ganzem Herzen, dass das Licht in die Tiefe unserer Wurzeln hineindringen und fließen kann, zum höchsten Wohle aller. So segnen wir euch von ganzem Herzen. Danke fürs Zuhören.